Willkommen, schön, dass Sie dabei sind bei einem Aktionär-TV-Interview. Die US-Technologiebranche, die stand zu Wochenbeginn deutlich unter Druck. Über die Gründe dafür spreche ich nun mit Christian Wolleritsch von der Flatex Bank. Schönen guten Tag, Herr Wolleritsch. Ja, der US-Kongress, der hat eine Untersuchung der US-Internetunternehmen angekündigt. Im Visier stehen offenbar Facebook und Google, vielleicht aber auch Apple und Amazon und weitere. Wie schätzen Sie denn die Meldung ein? Droht vielleicht eine Zerschlagung der Unternehmen? Nun, ob eine Zerschlagung vielleicht erfolgt, das wird man in der Zukunft sehen. Ich persönlich glaube eher, dass das Thema Internetkonzerne, Technologiekonzerne, die in den letzten 10, 15 Jahren einfach ein Volumen, einen Marktanteil teilweise eingenommen haben, die seinesgleichen früher mit Monopolen verglichen wurden, vielleicht neu auch überdacht werden, neue Regeln aufgesetzt werden, neue Erfahrungswerte, die einfach nicht mehr den 80er, 90er Jahren entsprechen, sondern dem neuen Jahrhundert, ja, den zukünftigen Technologien auch entspricht. Und ich glaube, das Thema Stichwort oder das Stichwort Monopole fällt hier auch häufig. Und demzufolge wird der Kongress einfach endlich aktiv, möglicherweise um neue Regelungen für die Zukunft zu haben, damit man einfach auch hier mit den Konzernen, die mittlerweile einfach auch ein Volumen, eine Macht angenommen haben, auch besser auf Augenhöhe auch miteinander sprechen kann. Denn eine Facebook wie vor 15 Jahren in Anführungszeichen oder vor 10 Jahren genauer gesagt, ist nicht mehr das Unternehmen, wie es heute darstellt. Und man muss sich halt auch als Staat neu positionieren. Und ich glaube, vielleicht wird der ein oder andere Unternehmensanteil hier möglicherweise auf den Markt kommen, aber eine große Zerschlagung sehe ich momentan noch nicht. Es wird auf jeden Fall ein sehr heißer Sommer für den Nasdaq, wo diese Titel auch enthalten sind. Es stellt sich aber die Frage, was das vielleicht für Auswirkungen auch auf Europa haben könnte. Also was bedeutet das vielleicht für börsennotierte europäische Technologiefirmen? Nun, in Europa hat ja das Thema Regulierung, das Thema Überprüfung dieser US Internet- und Technologiekonzerne ja schon stattgefunden oder findet statt. Die Amerikaner ziehen jetzt nach. Wir in Europa haben ja beispielsweise den Sektorenindex Stoxx Europe 600 Technology. Zum Glück, in Anführungszeichen, haben wir da keine Facebook drin und auch keine Alphabet drin. Nach dem heutigen Stand, vorgestern hätte man gesagt, schade, aber da finden sich Unternehmen wie SAP oder auch eine Infineon wieder. Und ich glaube, dass für die europäischen Einzelwerte aus dem Bereich auch diese Entwicklungen, die in Amerika momentan stattfinden, ganz, ganz wichtig sind. Möglicherweise kann der ein oder andere europäische börsennotierte Technologiekonzern davon auch profitieren, dass einfach eine Facebook, dass eine Alphabet oder auch andere Firmen einfach mit anderen Themen auch beschäftigt sind. Und wir erleben es ja, Infineon geht auf Einkaufstour, wenn der Deal, dem Deal stattgegeben wird, möglicherweise zu einem der 10 größten Chiphersteller bei Infineon. Und ja, das Thema autonomes Fahren ist ja ein Beweggrund oder auch das Thema Haushalt. Und das sind so alles Themen, die uns in die Zukunft bringen werden. Und ich glaube, der europäische Technologiesektor ist durchaus in der Lage, vielleicht das, was man verloren hat, an Boden teilweise hier wieder aufzuholen. Zu überholen, glaube ich nicht, aber aufzuholen den Abstand und demzufolge charttechnisch für den Sektorenindex sieht es momentan wie auch für alle anderen Indizes etwas mau aus. Nichtsdestotrotz, wir haben hier, wie gesagt, jetzt einen heißen Sommer, nicht nur temperaturtechnisch, auch hier ist es brütend warm im Raum, aber ich glaube, in den nächsten Wochen und Monaten, speziell in den Sommermonaten, werden wir häufiger das Thema Technologiewerte oder den Sektor Technology hier aufgreifen. Dann wollen wir das in Zukunft auf jeden Fall des Öfteren noch tun. Jetzt wollen wir aber noch mal auf die Termine in dieser Woche blicken. Auf was können sich Anleger noch freuen?
Nun, Anleger werden etwas mit Spannung sicherlich die Entwicklungen, die Medienberichte verfolgen jetzt im Zuge des Themas US-Kongress. Für alle Trader, die halt im kurzfristigen Bereich aktiv sind, ist diese Woche prädestiniert fürs Trading aus zwei Gründen. Wir haben Donnerstag EZB-Zinsentscheid, das Thema EZB-Pressekonferenz. Hier wird zwischen den Zahlen auch sehr stark gelesen oder reingehorcht. Demzufolge erhöhte Volatilität und dann am Freitag, der erste eines Monats quasi, da kommen die US-Arbeitsmarktdaten, da wird man auch wieder drauf schauen. Also mindestens zwei große Ereignisse, wo für erhöhte Volatilität gesorgt ist, für Trader sowohl im Forex-Bereich wie aber auch im kurzfristigen Trading-Bereich, im Bereich der Indizes oder auch der Futures. Christian Wolleritsch, dann war es das für heute. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Ja, schön, dass Sie dabei waren. Gerne beim nächsten Mal wieder reinschauen. Wie gewohnt, bis dahin, machen Sie es gut.